Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in den nächsten Ultimate Legends. Wir haben die zweite Challenge der Vic and Taylor Challenge Reihe der Woche 5 zu spielen. So, Michael Vick haben wir ja erledigt. Jetzt geht's um Lawrence Taylor. LT played in the NFL for 13 years entirely for the Giants. He won 2 Super Bowls, 3 Defensive Player of the Year Awards, 1 MVP Award and racked up 132.56, solidifying his well-learned legend status. Der Größe, der hat die Position des Linebackers komplett neu definiert, Lawrence Taylor. Also den spielen zu sehen, der war eine Naturgewalt. Hart, aber immer fair, aber er hat natürlich seine Schnelligkeit, das Spiel wirklich um eine komplette Nuance bereichert mit der Art und Weise, wie der Football gespielt hat. Und der war wirklich der Albtraum jener Quarterbacks zu jener Zeit. Und der hat wirklich verdient 2 Super Bowls gewonnen. Wenn ich mich recht erinnere, einen halt auch mit Head Coach Bill Parcells mit dabei. Das war schon ein echt großes Team der Giants. Und das ist eigentlich eine Schande, wenn man sieht, wo diese Franchise mittlerweile gelandet ist. Was die in der Free Agency Zeit jetzt in diesem Jahr gemacht haben, das war ein Albtraum. Also wie man Odell Beckham Jr. nach Cleveland traden kann, unfassbar. Jan Smith, Ryan Shazier, Keyshawn Johnson, hier auf Seiten meiner Cowboys, Lawrence Taylor, Alec Ogletree, Janoris Jenkins bei den Giants, angeführt immer noch von Eli Manning. So, wir eröffnen das Spiel mit dem Kickoff. Ball ist in der Luft, geht bis in die Endzone der Giants, das heißt Kneel Down, wir sehen einen Touchback und einen ersten Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Da kommt Quarterback Eli Manning, hat auch 2 Super Bowls mit den Giants gewonnen. Dass der ein guter Quarterback ist, war, müssen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, der hat so ein bisschen den Zeitpunkt seines Rücktritts versäumt. Sein Bruder hat ja die Kurve gerade noch bekommen, wirklich in der Saison, wo er wirklich schon nicht mehr gut gespielt hat. Da hatten die Defense aber damals die Broncos bis in den Super Bowl gewonnen und den hat er dann ja geholt und das war sein letztes Spiel und Eli Manning hätte sich wirklich einen Gefallen getan, hätte vor zwei, drei Jahren zurücktreten müssen. So beschädigt er seine eigene Leistung, sein eigenes Denkmal in New York bei den Giants. 2. und 5, Ball an der 30-Yard-Linie. So, natürlich blitzen wir auch hier erst einmal wieder. 2. Versuch und 5. Eli unter Druck, wirft aber vollständig. Das ist ein Fumble. James, unser Rookie Strong Safety, schnappt sich den Ball und wir haben das erste Turnover im Spiel und kommen an der 29-Yard-Linie der Giants wieder in Ballbesitz. So, Laufspiel über Eddie George. Es geht über die Mitte. So, da haben wir schöne Blocks. Und Eddie George hat ein neues First Down an der 17-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Heißt, wir gehen in den Strategy-Bereich. Habe ich eben ganz vergessen in meinem Wahn. So, Quickslant. Wir passen ein wenig. Johnson und Cooper gehen auf Slant Routes. Sharp ist meine Sicherungsoption. Wir gehen aber auf Keyshawn Johnson. Der ist ein Gedankenschlag schneller als der Cornerback, der ihn gedeckt hat. Und wir gehen mit 6:0 in Führung. Da haben wir den Fumble direkt ausgenutzt. Und mit dem PET insgesamt 7 Punkte gemacht. 7:0 führen wir also gegen die Giants. So, Kick ist unterwegs.
geht bis in die Endzone. Wir haben einen Kneel Down. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. So, ja, die Stats von Eli Manning, die waren natürlich nicht gut, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was die Giants in ihrer zweiten Angriffssequenz hier aufs Feld bringen. Wieder unter Druck, wirft vollständig, aber ein schwacher Pass. Da muss sich der Receiver bis zum Boden bücken, um den Ball noch aufpicken zu können. Zweiter und 12 an der 23-Yard-Linie. Wieder ein Laufversuch. Das ist der nächste Fumble im Spiel. Mein Gott, was ist denn los? Die Giants haben echte Probleme, den Ball festzuhalten. Die Marcus Ware kann den zu Boden gefallenen Ball von Shaquan Barkley aufnehmen. Wir sind an der 20-Yard-Linie im Ballbesitz. Erster Versuch und 10 Johnson und Cooper auf Slant Routes. Amari Cooper hat den Ball, hält ihn auch fest. Wir haben einen zweiten Versuch und 3 an der 13-Yard-Linie. Wenn die Giants so weitermachen, mein Gott, dann wird das aber ein ganz übler, langer Abend für die G-Men. Sharp und Neil greifen die Mitte an. Ich schaue auch mal, was Keyshawn Johnson auf der Außen macht. Der hat ein 1 gegen 1. Dann gehen wir auch auf ihn, dreht sich in die Endzone. Touchdown, der Dallas Cowboys. Der Kick ist unterwegs, das sieht gut aus. Wir führen mit 14:0 gegen die Giants. Mein Gott, es ist noch 1 Minute 24 im ersten Quarter zu spielen. Die Giants sollten mal versuchen, ein kleines bisschen besser auf den Ball aufzupassen. Das könnte ihrem Spiel auch enorm gut tun. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. So, Ball an der 25. Laufspiel. Oh, schöner Move von Shaquan Barkley. Noch ein schöner Cut. Gott sei Dank, James erwischt ihn noch, bevor er da noch mehr Schaden anrichten kann. Aber starker Run von Shaquan Barkley, Rookie of the Year. Erster Versuch und 10 an der 42-Yard-Linie damit für die Giants. Der erste wirklich gute Drive, weil sie auch den Ball endlich mal festhalten. Oh, Shaquan Barkley, also die Moves, die Spin-Moves, die sind schon sehr gut, die er macht. Hier allerdings ohne Erfolg. 2010, Ball natürlich weiterhin an der 42-Yard-Linie damit. Shaquan Barkley, oh, diesmal, das war ein Tackle for Loss. Dritter und 12. Jetzt laufen die aber auch schon die letzten Sekunden runter. Das heißt, das erste Quarter ist vorbei. Wir gehen gleich rüber ins zweite Quarter. Giants haben einen dritten und lang, dritter und 12 an der 45-Yard-Linie, also an meiner 45-Yard-Linie. Eli hat Zeit, hat sehr viel Zeit und wird beim dritten Versuch. Wieder war es James. Der bewirbt sich hier definitiv für Man of the Match. Und ein Yard hinter der Mittellinie, also an meiner 49-Yard-Linie, entscheiden sich die Giants für einen Punt. Da werden wir, glaube ich, keinen großartigen Return sehen. Oh, der war gut. An der 7-Yard-Linie geht der Ball ins Aus. So, erster und 10, also an der eigenen 7-Yard-Linie. Nehmen wir den Play Action Power O. Und mal schauen, ob wir sie da ein bisschen locken können. Also Keyshawn Johnson ist meine Hauptanspielstation auf der linken Seite.
Schau mal, was meine beiden Tight Ends machen. Oh, und fast die Interception. Das war keine gute Idee, da auf Sharp zu werfen. Zweiter und 10 damit. Die Giants haben sehr gut gelernt, nehmen wir den Play-Action-Fake-Quick, also wieder ein Play-Action-Spielzug. Oh, der Ball ist an der linken Hashmark. Da werde ich auf Cooper relativ schnell werfen müssen, falls meine beiden Tight Ends beide gedeckt sind. Und das sind sie. Aber hier ist eine solche Lücke. Da laufen wir doch selbst. Und Dak Prescott holt das neue First Down für meine Cowboys an der 19-Yard-Linie. So, First Down heißt Strategy-Bereich. Nehmen wir den Drive-Through-Corner. Ich werde mich wieder auf Amari Cooper konzentrieren. Aber auch Jarwin, mein Tight End, auf der linken Seite ist noch eine Option. Hier ist eine Option, die wir nehmen, denn der ist frei. Neues First Down Cowboys an der 32-Yard-Linie. Jetzt geht es zwar hier jetzt nicht besonders schnell, aber kontinuierlich nach vorne. Nehmen wir mal einen Stick and Notching. Habe ich, glaube ich, bewusst so noch nie gespielt. Terrell Owens und Amari Cooper gehen direkt nach vorne. Ich achte aber auch wieder auf Jarwin, auf meinen Tight End. Oh, und da haben wir einen sehr freien Wide Receiver. Amari Cooper, da kommt der Safety doch noch rüber. Verhindert hier diesen Catch. 2.10 an der 32-Yard-Linie damit. 2.10, Strategy-Bereich. Pam, 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 pam. Nehmen wir den Play-Action-Slide. So, Sharp und Cooper bei den Anspielstationen. Da gehen wir den langen Ball auf Amari Cooper. Neues First Down an der 36-Yard-Linie. Starker Catch vom ehemaligen Raider. Und nochmal vielen Dank an John Gruden an der Stelle für Amari Cooper. Der hat uns die vergangene Saison gerettet und ich glaube, mit dem werden wir noch sehr, sehr viel Spaß in Dallas haben. Erster und 10 an der 36-Yard-Linie. So, ich schau mal, ob sich Keyshawn Johnson lösen kann. Ansonsten gehen wir über Sharp oder über Jarwin. Ah, ich werde. Ah, Sharp ist in der Mitte. Ganz frei. Hat ein neues First Down. Der Ball ist an der 16-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, Double Slant. Cooper und Johnson Owens von der rechten, die anderen beiden von der linken Seite, alle auf Slantouts unterwegs. Da kommt ein Blitz von der linken Seite. Ich versuche auszuweichen über die linke. Lüpfe den Ball rüber zu Keyshawn Johnson, der ist in der Endzone. Touchdown, Dallas Cowboys. Der PET ist auch gut und wir führen mit 21:0. 1 Minute 26 haben wir noch zu spielen hier in Halbzeit Nummer 1. Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Wir sehen keinen Return. Kneel down. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Na, jetzt muss Eli Manning eigentlich den Ball noch in die Endzone bringen vor der Halbzeit. Aber bis dato bei der Offense-Leistung. Schöner harter Hit. Aber diesmal wird der Ball festgehalten. Man muss das ja bei den Giants heute in dem Spiel wirklich mal herausstellen. 2.07. Und das ist ein Sack von Ryan Shazier. Nagelt Eli Manning da in den Boden. Wir haben einen 3. und 16. Ich nehme eine Auszeit. Ich glaube, dass die Giants die Uhr bei dieser Ballposition, bei den Yards, die sie im dritten Versuch machen, hätten sie die Uhr runterlaufen lassen. Und ehrlich gesagt, würde ich gerne noch meinen Ballbesitz kommen vor der Halbzeit. Penny geht in Motion. Barclay läuft. Wir nehmen unsere zweite Auszeit. Eine haben wir jetzt noch und
Eine Minute ist noch genau zu spielen und die Giants müssen von ihrer eigenen 22-Yard-Linie ihr Punt-Team aufs Feld schicken. Der Punt ist in der Luft. Sanders nimmt ihn auf an der 28 und läuft über die linke Seite. Ist schon wieder schnell unterwegs. Bekommt noch ein, zwei schöne Vorblocks. Jetzt ist er am Boden, aber der Ball ist an der 39-Yard-Linie. Also wunderbare Feldposition. 46 Sekunden haben wir noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Level Sail heißt, wir attackieren die rechte Seite mit Sharp und mit Eddie George. Und wir gehen auf Eddie George. Schöner Move, der ist immer noch auf den Beinen. Jetzt liegt er und wir haben aber einen ersten Versuch und 10 an der 21-Yard-Linie von New York. Nehmen wir den Flanker Dick. Dann werde ich mich auf meine Jungs von der rechten Seite konzentrieren, auf Johnson und auf Terrell Owens. Ich schaue mal, was Amai Cooper der macht. Der hat ein 1 gegen 1. Wir gehen auf Amai Cooper in Complete Pass. 8 Sekunden vor dem Ende. Können wir da nochmal einen riskieren? Zweiter und 10. Zweiter und 10. 8 Sekunden. Ich muss eigentlich in die Endzone werfen. Nehmen wir den Texas und versuchen auf Shan Sharp zu gehen. Das sieht ganz gut aus, weil beide Safeties eingerückt sind. Shan Sharp hat den Ball. Und ist in der Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. Jetzt ist es schon mittlerweile in der Lage, glaube ich, die den Giants anfängt, mal richtig weh zu tun. Der Kick ist unterwegs. Und der ist gut. Und es steht 28:0. 3 Sekunden vor dem Ende. Aber wir machen einen Swip-Kick. Ich denke mal, dann dürfte die Zeit hier auch auf jeden Fall zu Ende gelaufen sein. So, jetzt läuft die Zeit. Sobald die Giants den Ball berührt haben, haben sie noch ein Sekündchen Donner auf der Uhr. Zur Sicherheit schicke ich meine Hail Mary-Formation aufs Feld. Ja doch, das machen die Giants auch. Ich habe eigentlich gedacht, sie würden eventuell abknien, aber da kommt wirklich noch ein Hail Mary-Versuch. Der Ball ist in der Luft. Incomplete. Es geht in die Halbzeit 28:0. Ja, und die Giants werden sich echt was einfallen lassen müssen, wenn sie hier noch eine Chance haben wollen. Wir gehen rüber in die zweite Halbzeit, die Giants jetzt mit dem Kickoff eröffnen. Sanders freut sich schon auf den Ball, nimmt ihn auf an der eigenen 1-Yard-Linie. Der Return über die linke Seite, ah, dreht sich in die falsche Richtung. Ah, das war nicht gut. Ah, nicht gut. Erster und 10 an der eigenen 23. Wir bleiben beim Passspiel. Nehmen wir mal diese Variante des Target Attack Spielzugs. Auch hier ein Wide Receiver, der aber auch auf der rechten Seite positioniert ist mit Keyshawn Johnson. Der wird ein 1 gegen 1 haben. Aber hier vorne Mutterseelen alleine. Mein dritter Tight End. Der ist nicht der schnellste, kommt aber in die Endzone. Das gibt's ja gar nicht. Hurst von den Baltimore Ravens, auch einer von den Rookies, mit dem Touchdown. Oh mein Gott. 35:0 und das mit Beginn des dritten Quarters erst. Da werden die Giants aber richtig Probleme kriegen, hier eine richtig hohe Niederlage zu verhindern. So, Kickoff. Ball ist in der Luft. Aufgenommen. Ich habe gedacht, wir würden einen Return sehen, tun wir aber nicht. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. So, wir blitzen weiter. Vollständiger Pass von Eli Manning. Und sie haben den Ball sogar festgehalten. Erster und 10 damit an der 42-Yard-Linie.
Vielleicht haben sich die Giants ja was vorgenommen für die zweite Halbzeit. Erster und 10 jetzt an der 42. Und da kann er dem ersten Sackversuch noch ausweichen, dem zweiten aber nicht mehr. Zweiter Versuch und 20 an der 32-Yard-Linie. Oh Mann. Ganz böser Sack, den Eli hier kassiert hat. Wir ziehen beide Safeties nach vorne. Manning wirft den Ball ins Aus. Damit haben wir jetzt einen dritten Versuch und 20 an der 32-Yard-Linie. Und natürlich blitzen wir weiter. Und auch den wirft Manning weg. Das heißt, wir werden jetzt schon wieder das Punt-Team der Giants auf dem Feld sehen. Der Kick ist unterwegs. Aufgenommen von Sanders an der 21-Yard-Linie. Hat eine kleine Lücke. Kommt bis an die 47-Yard-Linie. So, erster Versuch und 10. Nehmen wir die DBL ins. Das heißt, Sharp und Johnson, meine Hauptanspielstationen. Wir gehen auf Keyshawn Johnson, der hat einen First Down. Ist irgendwie immer noch auf den Beinen, kann sich da irgendwie rauswinden. Unfassbar, unfassbares Play von Keyshawn Johnson. Touchdown Dallas Cowboys. Der Spielstand ist damit auf ein knappes 42:0 angewachsen. 2:07 haben wir noch zu spielen hier im dritten Quarter. Und wenn das so weitergeht, könnte das eine legendär hohe Niederlage für die New York Giants setzen. Wir sehen keinen Return, Touchback an der 25-Yard-Linie. Das kennt Eli Manning ja schon ziemlich aus Genüge. Kommt die Offense der Giants wieder aufs Feld. Die Statistiken hätte Manning gerne. Stimmen aber leider nicht. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. 2:07 noch zu spielen im dritten Quarter. Shaquon Barkley hat da eine riesen Lücke. Da kommen Gott sei Dank noch die Safeties alle rüber. Jeff Heath mit dem Tackle. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 46-Yard-Linie. Shaquon Barkley, keine Chance für ihn nach vorne zu kommen. Zweiter Versuch und 11. Manning wieder unter Druck, wirft aber vollständig auf Shaquon Barkley. Der dreht und windet sich schon wieder und bringt den Ball bis an die 18-Yard-Linie. Der bis dato beste Drive der Giants hier in dem Spiel. Da sieht man ja, sie können den Ball bewegen. Man fragt sich dann natürlich, warum machen sie es so spät? Manning wirft den Ball weg. So, 2:10. 18:00 noch von der 18-Yard-Linie. Vollständiger Pass von Manning. Damit haben wir einen 3. und 2. Ob die Giants den Ball noch snappen können, bevor die Uhr unterläuft, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Tun sie nicht. Das heißt, das dritte Quarter ist vorbei. Giants stehen aber jetzt immerhin mal kurz davor, selber zu punkten. So, der Ball ist an der 9-Yard-Linie, 3. und 2.
mit Beginn des Schlussquarters. Manning wirft vollständig. Kein Touchdown, aber ein neues First Down an der 2-Yard-Linie. Wie gesagt, man fragt sich das wirklich, warum machen sie jetzt erst so spät bei so einem Spielstand einen vernünftigen Drive und nicht vorher. Touchdown New York Giants. Shepard auf den Pass von Eli Manning mit den ersten Punkten der Giants hier im Spiel. Der PET. Diese kommt nicht ran. Und damit steht es weiterhin jetzt 42-7. Also die Giants verkürzen. Ich rechne jetzt mal nicht mit einem On. Doch, es gibt einen Onside-Kick. Alter Schwede. So, da richten wir meine Jungs aber auch mal eben drauf ein. Und da haben wir den Ball. War jetzt nicht mein Hands-Team, aber auch die Jungs. Diesmal hier in Form meines Fullbacks Neil. Sind in der Lage, so einen Ball auch mal zu sichern. Erster und 10 an der 43-Yard-Linie der Giants. Kriegen wir nicht mehr so die allzu besten Passspielzüge. Play-Action-Power, die Dinger, die hasse ich wie die Pest. Ich habe mich versucht, mal auf Jarwin und auf Neil zu konzentrieren. Neil hat den Ball. Wird getackelt an der 37-Yard-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und 4. So, Sharp und Neil meine Anspielstation. Wir gehen auf Shen Sharp, werfen den Ball extra noch so ein bisschen weg vom Verteidiger. Das ist ein neues First Down an der 15-Yard-Linie der Giants. Ja, Prescott mit einem Riesenspiel. So, erster und 10. Johnson und Cooper meine Anspielstationen. Da müssen wir den Ball wegwerfen. Sonst hätte ich bei einem Sack zu viel Minus-Yards kassiert. Zweiter und 10 damit. Verteidigt von den Giants. Play-Action-Slide. Heißt Sharp und Amai Cooper sind meine Anspielstationen. Und Amai Cooper hat damit nähern wir uns sehr stark der 50-Punkte-Marke. Denn es steht nach dem PET jetzt 49-7 für die Cowboys. Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Giants. Da sehen wir jetzt einen Touchback. So, 34 Sekunden haben wir noch zu spielen. Bis zum 2-Minute-Warning. Erster und 10 an der 25. Beckham Jr. geht in Motion. Vollständiger Pass bis an die 28. So, da bekommen wir keinen entsprechenden Man-to-Man-Coverage-Blitz. Deswegen wähle ich von Hand einen aus. Zweiter Versuch und 7 an der 28-Yard-Linie. Kein Durchkommen. Dritter und 8. Wir sind beim 2-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten hier im Spiel.
Und das ist ein Interception. Ich glaube, Waltz war es. Ja, der den Ball abgefangen hat. Erster und 10 an der 43-Yard-Linie. Strategy-Bereich. Ja, da war ein Laufspiel. Bleiben wir beim Laufspiel, das mich überzeugen. Erster und 10, Andy George über die linke Seite. Beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Also ich werde nicht das große Verlangen haben, hier meine Auszeiten zu nehmen. Eddie George wird getackelt an der 48-Yard-Linie. Heißt, wir haben die Mittellinie wieder überschritten. Haben jetzt einen zweiten Versuch und zwei. Nehmen wir den Wide Receiver Drive. Heißt, Amari Cooper von der rechten Seite kommen, geht in Motion. Sharp und Jarvin meine weiteren Anspielstationen. Cooper unterwegs und der ist Muttersehen allein. Kriegt hier noch schön Block von Keyshawn Johnson und kommt bis an die 14-Yard-Linie der New York Giants. So, neuer erster Versuch und 10. Nehmen wir doch mal einen Screen Pass. Halfback Screen auf Eddie George. Und los geht's. Eddie George hat den Ball und kommt immerhin bis an die 7-Yard-Linie der Giants heran. Das Schöne ist gerade, deswegen, ich bin über solche Spielzüge jetzt gerade so traurig. Die nehmen ein bisschen Zeit von der Uhr. Johnson und Cooper auf Slant Routes unterwegs. Sharp ist meine Sicherungsoption. Keyshawn Johnson hält den Ball fest, trotz eines mörderischen Tackles. Ein ganz harter Hit, den er da kassiert. Aber der Ball ist in der Endzone. Und es steht jetzt 56 zu 7 für die Cowboys. 27 Sekunden noch auf der Uhr. Ich glaube, die Giants sind verdammt froh, wenn diese 27 Sekunden abgelaufen sind, ohne dass hier noch weitere Punkte fallen. Kein Return. Wir sehen wieder einen Kneel Down. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie für New York. Vollständiger Pass von Manning. Ball ist an der 28-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 7. Oh, da war Bewegung. Nichts war Bewegung. Die Giants haben die Uhr, glaube ich, einfach nur runterlaufen lassen. Da war gar kein Interesse mehr zu spielen. Wir schlagen also die Giants recht hoch, recht eindeutig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Eli Manning, 71 Yards. Dak Prescott, 8 Touchdowns. Lässt sich mitarbeiten. Macht's gut. Ciao.